Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Cilia. Im letzten Part haben wir den mysteriösen goldenen Typen, der wartet, besiegt und nur fürs Kämpfen lebt und dadurch die wahren Kräfte der Teufelswaffen freigeschaltet. Diese Waffe hat Rowan jetzt auch ausgerüstet. Und ja, würde ich mal sagen, auf geht's. Ich habe den anderen ihre schwächste Waffe ausgerüstet, falls sie jetzt genau mit den Waffen kämpfen, die ich gerade ausgerüstet habe, was ich aber nicht glaube, so wirklich, aber. Hey, was soll's? Oh, das war falscher Knopf. Ich habe vergessen, wo man. Wo hatte ich noch mal meinen Feuerball drauf spielen? Feuerball. Ach so. Ach so. Geil. Warum ist die Feuerkugel jetzt da drauf? Das check ich nicht mehr. Auf mich zu interrupten. Autsch. Das lief gut. Na, eigentlich nicht so wirklich. Ich hasse es, wenn man mich interruptet. Deswegen spiele ich in solchen Arten von Spielen wie Tales of Cilia eigentlich nie Magier. Aber in so RPG mit abwechselnden Folgen eigentlich nur Magier. Von daher, whatever. Es war schon mal so, dass ich dann bei Elise und Rowan abkacke, weil Elise und Rowan vor allem, nein, bei Ellie und Elvin abkacke, weil ist so. Was? Ach so. Warum kam jetzt noch mal? Dieses Zeitdings? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich Ellie zuerst vernichten sollte oder Elvin. Eigentlich Ellie, aber Elvin stellt sich manchmal dagegen und das ist uncool. Au. Au. Stop this. Ah. Der kann Tipo schießen? Alter, wie geil ist das denn bitte? Sei die jetzt stirbt bitte. Danke. Okay, dass ich das mal sage, aber nicht sterben, Ellie, sondern einfach nur K.O. gehen. Danke. Also die neuen Waffen, die bringen schon etwas. Hallo Jude, du hast dasselbe Kostüm wie ich. Alleine gegen Jude? Alter, wie easy ist das denn? Okay, ich habe nichts gesagt, weil das passiert. Dennoch. Weil er schnell ist. Aber was soll's? Jetzt kommt nur das. Mein Gott. Jude, warum bist du so schnell? Was? Er hätte mich vernichtet? Alter, ist das uncool. Dann wollen wir doch mal die Sanduhr benutzen. Easy! I'm tenfold more formidable than my youthful days.
Früchte-Yaki so klein ist jetzt aufgebraucht, das ist auch klar. Werde ich aber gleich wieder einsetzen. Der Meister Arktiker Rowan J. Albert hat es wieder geschafft. Keiner seiner Gegner im Großmeisterkampf hatte eine Chance. Wobei die Hälfte davon schon Großmeister ist. Rowan, ihr wart heute der älteste Kämpfer. Aber ihr habt eure jüngeren Kontrahenten mit überlegener Taktik überwältigt. Nein, nein, ganz und gar nicht. Meine Erfahrung gab mir nur einen kleinen Vorsprung. Diese Bescheidenheit, dann würde ich euch ohne weitere Umschweife eure legendäre Waffe überreichen. Meine legendäre Waffe, was könnte das wohl sein? Meister Rowan, hiermit präsentiere ich euch den Zeigestab. Meine Güte, ich hatte keine Ahnung, dass so eine Waffe existiert. Selbst in meinem Alter steckt diese Welt noch voller Überraschungen. Wir hoffen, dass er euch viel Freude bringt. Jetzt könnt ihr nach Herzenslust auf Dinge zeigen, die ihr vernichten wollt. Das passt erstaunlicherweise sehr gut. Wenn wir ein feindliches Land einmarschieren, bestehe ich darauf, der Späher mit dem Zeigestock zu sein. Oha. Oha. Mehr sage ich dazu nicht. So, den Zeigestock. Auch die anderen Finger dieses Objekts können zum Zeigen genutzt werden. Versuch, Daumen und Zeigefinger hochzustecken. Strecken. Wie passiert das? Und warum sollte ich das tun? Adaptionsanfänger. Die geheime Schande des Dirigenten. You're in a fine mood, old-timer. Oh, and did you overhear that? How embarrassing. That's a nice melody. What song is that? It's more of a visualization exercise. I'm practicing the rhythm I use when channeling spirits. Huh. I knew you had an artistic flair to your channeling, but I didn't know you used music. So that must be why they call you the conductor. Right, because he uses his musical talent when channeling spirits. Well, not exactly. I must confess that I can't actually read music or play any instruments. What? The conductor can't even read music? Then what are you doing when you wave that baton? That's from a dance we used to perform in our town's summer fair. The steps of the dance are perfect for measuring the timing of my arts. Oh. I'd be so much happier if I hadn't asked. Aber wieso denn? Okay, Level Up, wir haben Level Up bekommen. Sehr gute Frage. Rowan nicht, Miller nicht, Ellie nicht, Lea! Nehme ich das? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt alles nehmen soll. Also nehme ich das, was gut ist. Ich glaube, wir waren durch so ziemlich mit jedem. Was bist du? Das könnte ich gebrauchen. So. Du hast auch ein Level-Up. Gut. Ich bin hier, glaube ich, nur wegen FP gewesen, aber Angriffsschritt, why not? Kriegen wir eh noch nicht ganz. So, und das war's. Gut. Dann jetzt wieder Ausrüstung. Rowan kriegt sein S-Dog. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt Miller. Jeder hat denn seine anderen Waffen. So, Arzt, 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 Miller. Quatsch. Anführer festlegen. Arzt. Quatsch. Ah, warum? Warum? Muss ich jetzt noch tauschen oder was? Arzt.
So, ich wollte mir. Nom und so weiter wieder reintun. Ja. Nehme ich einfach hier die Dinger raus. Da. Ifrit. Norm, Sylph und Undine. Falsch. Wolkenbohrer habe ich drin. Ich denke, ich nehme den Schnellgang. Und ja. Wollen wir mal hoffen, dass das besser funktioniert. Halt, eine Sache noch nicht vergessen. Essen. Yakisoba, Früchte Yakisoba war das. Ja. Gut. Hallo. Roman war wirklich der einfachste. Den hier muss ich noch, ne, ein bisschen was tun. Ich hoffe, das wird einfacher, als ich es mir vorstelle mit der Waffe. So, dann wollen wir mal. Gleich mit Ifrit durchstarten, ey. Ich habe auch Wasser. Uncool. Was macht ihr da? Das gefällt mir nicht. Ach, das denn? Nein. Das ist nicht euer Ernst. Au! Nicht euer fucking Ernst. Kriegst Ifrit dafür. Bist immer noch nicht weg? Au. Danke. Nein, nicht verwirrt sein. Okay, dann kannst du nur jeden angreifen. Wow. Was macht das für einen Schaden, bitte? Ich bin aber immer noch verwirrt, ne? Nicht sterben, bitte, danke, gern geschehen. Au. Ich hasse es, nichts machen zu können. Da will ich jetzt doch nicht mehr angreifen. Auf einmal. Nehmen wir ein anderes Gummi. Hat sie. Ist nicht dein Ernst, dass du heilst. Ich wusste, ich sollte Melody zuerst angreifen. Warum habe ich überhaupt auf Elven gewechselt? Gute Frage. Das ist viel zu easy. Meine TP sprechen auch für sich. So, jetzt habe ich Nom nicht eingesetzt. So, einmal die Sanduhr. So, einmal noch ein anderes Gummi reinpfeffern.
Dann haben wir es. Fast. Nicht heilen. Boah, ich kann dich nicht interrupten. Voll vergessen. Jetzt wird's kritisch. Doch mal lieber ein Zitronengummi einpfeffern. Ist doch einfacher mit den Waffen als gedacht. Meine Güte. Es freut mich. So. Monster schlecht, okay. Endlich ist der Tag gekommen. Königin Miller hat ihre Großmeistergegner bezwungen und ist an die Spitze geschnellt. Wow, geschnellt. Herzlichen Glückwunsch zu deinem hart erkämpften Sieg, Miller. Wir finden sicher alle, dass deine Leistung wahrhaft anregend war. Wait, what? Interessante Wortwahl, dachte ich mir auch gerade. Egal, ich habe mich jedenfalls amüsiert. Und nun belohnen wir unsere Siegerin mit einer legendären Waffe, die als perfekte Ergänzung ihres Kampfstils ausgewählt wurde. Wie aufregend, ich kann es kaum erwarten. Königin Miller, hiermit präsentiere ich dir das Fangirl. What? Fangirl? Diese Waffe kenne ich nicht. Fan. Also ein Fächer? Das klingt nicht besonders effektiv. Aber ich werde trotzdem lernen, ihn zu beherrschen, wenn es sein muss. Nun gut, Königin Miller, ich überlasse dich nun deinen Fantasien über die aufregenden Möglichkeiten, das Fangirl einzusetzen. Mir hast du jedenfalls eine Menge aufregender Möglichkeiten gegeben, über mich selbst zu fantasieren. Ja, nee. Und damit werde ich das dieses Interview wohl beenden, bevor ich etwas Falsches sage. Auf Wiedersehen. Jo, nee, ne? So, Fangirl. Ein Fächer der Rushugal Leistungstruppe? Mit dem der einer der drei legendären Schwertkämpfer seine Freunde verdrosch. Yo, why not, ne? Wer Spaß dran hat. Titel Monster schlechter, yo. Hat schon wieder wer ein Level Up. Mein Gott, hört auf Level Up zu bekommen. Sind nur 10.000 Erfahrungspunkte. Elven. TP. Yo. Den bräuchte ich nicht. Das habe ich aus Reflex einfach TP gemacht. Why not? Die habe ich wenigstens. Okay, Fertigkeiten einmal nochmal durchgehen. Dürfte auch jetzt, glaube ich, nur Elvin was haben. Oder die, die halt mehr haben, als man machen könnte. Aber hey. Ach nee, Psycho 2 habe ich jetzt auch freigeschaltet. Gehaltene Grenze. Ach so, ja, du hast am meisten das, was ich nicht hinzufügen kann, ey. Das riecht mich auf. Okay. Als nächstes wäre dann keine Ahnung dran. Du bekommst wieder das Red Peel. Ich bei dir die Fun-Waffe. Ich glaube nicht. Dann nehmen wir Ellie. Denke ich mal. Und Leia fehlt noch. Okay, im nächsten Part dann Ellie und Leia. Danach kämpfen wir nochmal mit den Fun-Waffen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.